Vielen herzlichen Dank und geben wir viel Applaus am Zuschauer. Ich brauche das hochsensibel und die Zeit natürlich am 11 Uhr morgens im Magdeburg. Unglaublicher Vorfall. Das neue Album ist da. Von mit dem Herz durch die Wand und von hier bis zur Unendlichkeit war der Hit des Jahres im letzten Jahr 2016 vom Grafen von Unheilig geschrieben und war im Radio der Hit des Jahres und hinten schon getanzt. Das finde ich wunderbar, werden ja Fotos gemacht. Kommt mal herunter, ich schreibe hier auf Arme, Beine, Brust, ich mache alles mit. Gnadenlos, ja? Aber jetzt singen wir erstmal was aus dem neuen Album. Und da ist es hier, da ist der Brinkie ganz in Schwarz. Falls irgendwas passiert, wird morgens Essen schlecht. Das war irgendwas. Ja? Und auf Mallorca mit dem Herz durch die Wand. Da haben wir gedacht, singen wir jetzt den Titelsong aus dem Album mit dem Herz durch die Wand. Vielen herzlichen Dank, liebe Freunde. Also wir gehen ein bisschen rum. Der Andreas Papp ist unterwegs. Und jetzt kommt der Ronald Flor schon nach oben, weil hier so viele oben stehen. Alle wollen oben stehen und runter gucken auf den Brinkie oder was. Ha? Hat jemand Riverboat gesehen gestern Abend? Ah, ihr wart das. Also drei Zuschauer haben wir schon. Du auch? Ja, ganz spät nachts kam er. Ich bin schon fast gedacht, oh Gott. Ja, nach zwei Stunden war er erst dran, aber die Letzten kommen. Die Letzten kommen, ja. Dann ist man irgendwann dran. Das Gnaden ist auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich habe gedacht, jetzt was für die Frauen aus dem Album, denn die Frauen haben eh mehr Gefühl als die Männer. Ja, die Männer wollen immer nur das eine, Fußball gucken. Du hast an was anderes gedacht, ne, glaube ich. Okay, ein Typ, ein Titel mit viel Romantik, zwischen Himmel und Erde. Selbstverständlich. Alles Finanzamt, der Freundeskreis, dich wechsle ich heute aus. Also, ja, wahrscheinlich gegen was deutlich attraktiveres, hübscheres, weiblich. Wie soll das gehen? Könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist mein Freund Andreas Papert, ja, der sieht aus wie ein Mischung aus George Clooney und Boris Becker. Nicht ganz so gut wie George Clooney, aber so bleibt wie Boris Becker. Fast wunderbar. Ja. Jetzt schluckt er wieder. Ja, wieder. Das ist immer unglaublich. Und das ist Bernhard Brink, meine Damen und Herren. Bitte einen riesen Applaus für Bernhard Brink. Alles klar, ihr Lieben. Natürlich mal eine Zuschauer. Das kann man wunderbar tanzen. Und zwar ist das die aktuelle Single-Auskopplung seit 3-4 Wochen im Radio und seit in der zweiten Woche jetzt Nummer 1 im Airplay-Chart. Muss man sich vorstellen. Ja, das ist unglaublich. Da muss man fast wundern werden. Da erinnert man sowas und das Ganze an wen ist man vorbeigeschossen? An Helene Fischer. Ja, da muss ja heute, das geht nochmal gar nicht. Ne? Da braucht man sonst ein Silbereisen. Ja? Nein. Tolle Leute, Florian und die Helene. Und das hat wirklich funktioniert und ich habe mir gedacht, sing mal zum Schluss, dann komme ich gleich runter und schreibe. Und wie gesagt, alles, was ihr wollt, macht mal mit. Und hier ist natürlich die Singleauskopplung aus dem Album mit dem Herz durch die Wand. 100 Millionen Volt, nicht zwei.